Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu Sims. Sorry, dass 3 Tage lang kein Video kam. Das hatte einfach den Grund, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe jetzt momentan jeden Tag einen Livestream und gestern waren wir im Kino, wo ich es eigentlich dann wieder machen wollte. Und da ist dann, ich glaube, ich wollte eigentlich nur einen Tag Pause machen, nachdem wir diese eine Geschichte abgeschlossen hatten mit Tuddle und Adriana und Adi. Ihr könnt da wieder, wie immer, in den Kommentaren schreiben, wie es da weitergehen soll oder auch bei anderen YouTubern, wie die Geschichten da anfangen sollen oder weitergehen sollen. Es gibt jetzt ein Update, das heißt Spring ins kühle Nass und da gibt es dann Pools, so wie es aussieht. Und heute möchte ich in dieser Folge eine kleine Special-Folge machen, denn Paluten und Revi sind ins YouTube-Haus eingezogen und deswegen möchte ich gerne Paluten und Revi auch in die YouTube-City einziehen lassen. Und guck mal, es gibt jetzt ganz viele Pool-Sachen, das finde ich cool. Das finde ich schon mal sehr cool. Guck mal, der beliebste Hashtag ist auch Pool. Ungesimt ist aber immer noch da. Cool. Krass. Pool. Boah, es gibt jetzt so fette Tattoos oder was? Sieht ein bisschen übertrieben aus. Mach mal einfach aktuell. Da so. Oben. Mach mal ganz die, links, ganz links wieder. Die findest du gut? Ja, ich finde, also ich finde Palle ganz lieb. Doch. Ja? Oder? Patrick's ein Kürbiskopf. Sebastian von Revinzheit. Die findest du gut? Ja. Ich finde Revi. Ja, Hier wäre noch Rotpilz dabei. Dann könnten wir einfach den dazu einziehen lassen. Aber die haben alle so blass. Ah, doch. Guck mal da. Palle, oh, Palle ist da richtig gut. Guck mal, Palle ist richtig gut. Ja, aber die sind alle so richtig blass. Ja, und die sind auch alle richtig blass. Feli Pilsen. Revi Lizardmann. Nehmen wir die. Da haben wir Rotpilz noch direkt mit dabei. Weil. Und dann guck mal da. Da? Ah ne, da ist Dena dabei. Guck mal ganz links. Also da. Ja, nee. Die haben irgendwie so blass. Die haben so gelbe Haut. Guck mal im Vergleich zu den anderen. Die haben so richtig gelbe Haut, ne? Ja, und? Na, also der Stubenhocker. Guck mal ein bisschen. Hey, Revi, die sind alle blass. Ja? Nee. Naja. Und das hier? Nee. Auch nicht, ne? Nehmen wir das. Da haben wir Rotpilz noch direkt mit dabei. Aber die sehen voll blass aus. Okay, wir. Die haben noch eine Krankheit. Sehen etwas gelb aus. YOLO. Nehme ich. So, freut sich der Ersteller. Gebe ich einen Favorit. Und einen Download. Ja, gut. Dann haben die drei jetzt irgendeine Krankheit. Was weiß ich. Was gibt es denn für eine Krankheit, die die Haut so gelb macht? Das ist eine Leberkrankheit, ne? Wie heißt die nochmal? Hepatitis? Ne, es gibt noch mehr. Gelbsucht ist Hepatitis, ne? Ist das alles unter der gleichen? Okay, das ist zu krass. Sagen wir einfach, die haben, Ja, die gehen aber nicht raus. Nee, sagen wir einfach, die haben Genfehler mit den, die dachten, Sims wäre das gleiche wie die Simpsons. Vielleicht guck mal. Und deswegen sind die jetzt halb gelb. Ja, guck die mal an, wir sind die gar nicht so gelb. Also, wenn du überlegst, ja, mach doch mal. Jetzt, lass die mal wo einziehen und lass die angucken. Gut. Katie macht direkt wieder Stress hier. Gut. Ja, Mann. Ich würde so gerne Sims spielen, aber es geht nicht auf meinem Mac. Ja, musst dir ein Windows holen, du Opfer. Ich will jetzt spielen. So, die lassen wir jetzt einziehen. Okay, du hast einen neuen Follower. Cool. Noch ein Follower, cool. Okay, auf geht's. Gut. Wo können wir denn die Beine unterbringen? Da, oh, Familie Jansen können wir rausschmeißen. Ja, perfekt. Warum wohnen überhaupt noch zwei Familien hier? Ich verstehe das nicht. Wir haben alle rausgeschmissen, nur die nicht. Nur seinen neuen Follower, cool. Achso, wahrscheinlich, weil die so reich waren, oder? Waren die so reich? Sind das diese Reichen gewesen? Waren das diese Reichen? Es ist scheißegal, raus mit euch. Alle Haushalte. Nicht in der Welt, nein. Nein. Och Mann. Wie komme ich jetzt nochmal an die... So. Baumodus. Mehr. Haushalt ausziehen lassen. Nee, so auch nicht. Ich bin schon wieder raus, Leute. Merkt ihr, ne? Haushaltsverwaltung. Von A bis Z. Sind die nicht hierbei? Ich geh nochmal auf meine Galerie. So. Ihr? Ach, jetzt. So. Oh, und jetzt gehe ich mit denen hier drauf. Das können die sich nicht leisten. Ist zu teuer.
Warte mal, wenn ich die aber rausziehen, wenn ich die jetzt ausziehen lasse, rauswerfen. Und dann das Ganze nicht möbliert. Ah, dann kann ich es mir kaufen. Ohne Möbel. Das waren einfach teure Möbel da drin. Aber das ist ein bisschen klein für drei Leute, oder? Kennst du das Wort YOLO schon? Wir gehen jetzt mal reingucken. So, wir gucken jetzt erstmal, was abgeht hier. Okay. Die sind ja auch eigentlich nur zu zweit in der WG, aber Rotpilz hat sich noch dazu geschlichen, weißt du? Also hier nebenan ist gar nicht so groß. Okay, die haben keine Möbel. Also ist gar nicht so klein. Also das geht. Die haben sogar eine Veranda. Und die haben sogar Nachbarn. Das haben nicht viele Menschen. Okay. Das machen wir klar. Machen wir diese Folge denen ein schönes Zuhause und dann könnt ihr entscheiden, was passiert. Geht's mit Tadl und Adi weiter? Geht's mit der Liebesgeschichte von Adriana und Tadl weiter? Geht irgendwas ab mit Revi Paluten Rotpilz? Geht irgendwas ab mit den Broken Sums Jungs? Mit allen möglichen, mit irgendeiner fremden Familie, die kein Mensch kennt? Löhrer? Ja, nee, das natürlich nicht, aber sonst bin ich für alles offen. Ihr entscheidet in den Kommentaren. Das Kommentar, also nicht automatisch das Kommentar mit den meisten Bewertungen, weil das kann man natürlich auch ein bisschen tricksen und dann steht da, schrei die ganze Zeit irgendwelche Hitlergrüße in deinen Videos. So einfach geht das nicht. Also ich werde unter den Kommentaren mit den besten Bewertungen, werde ich das eins der Kommentare aussuchen sozusagen. Okay, sie sehen gar nicht so gelb aus, ne? Habe ich doch direkt gesagt. Nee, sie sehen echt gut aus. Ja. Die sehen echt gut aus. Guck mal, Palle ist voll gut mit den Wangenknochen. Ja, Palle sieht echt gut aus mit den Wangenknochen. Die sind echt gut. Ja, die sind echt gut. Aber die sind echt ein bisschen blass. Okay. Ja, die sind auch blass in Wirklichkeit. Ja, gut. So, Baumodus. So, wir müssen jetzt mit 9000, müssen wir das Haus halten. Ja. Gut. Kauf erstmal einen Swimmingpool. Erstmal einen Swimmingpool, ne? Leider ist das ein bisschen zu crazy. Wir brauchen ein Bett. Kannst du so Stockbetten machen? So Hochbetten? Gibt es Hochbetten? Weiß ich nicht, guck mal. Okay, ich gehe mal auf Bett. Ja, voll geil. Nee, ich gehe mal auf. So ist das ganze Zimmer immer, ne? Ja. So ist einzelne Möbel. Ja, guck, das sind Betten. Ja, aber ich will Komfort. Komfort müsste es sein, oder? Ja. Und dann unter Betten. Ja. Okay. Das Kobold für abwehrende Geister. Ja, wir nehmen uns das 300er Bett. Ah, die brauchen auch ein Doppelbett, falls mal Damenbesuch da ist. Ja, aber so einfach geht das auch nicht. Da müssen die schon das verdienen. Gut, welche Farbe kriegt wer? Revi kriegt ein pinkes Bett. Revi kriegt ein pinkes Bett? Ja. Welches denn, das oder das? Na, das mit den Streifen ist schöner, ne? Okay, das ist Revis Bett. Ja. Ist das hier das Schlafzimmer? Wo ist das hier Schlafzimmer? Das link. Ja, beide. Einmal kommen zwei rein, einer kriegt einen. Hä, nee. Hey, doch. Ist alles zusammen schlafen. Gut, Revi kommt an die Wand. So, dann noch ein relativ neutrales Das grüne Bett hier, das nimmt Rotpilz. Das ist so. Wir brauchen ein rotes Bett. Ja, aber es gibt leider keins. Doch, links, guck mal nach links. Hä, wo? Ach du, ja, ich würde das für 30 Euro mehr. Nein, ich meine da nicht die Farbe, ich glaube, das war ja. Ja, komm, nehmen wir das. Oder? Ja. Und dann nehmen wir noch eine reduzierte Liege in einem Blau. Wobei Palle mag Orange. Gibt's das in Orange? Oh ja. Okay, gut. Das sind eigentlich schöne Betten. Da kann man sich schon direkt wohlfühlen, ne? So, jetzt brauchen wir ein kleines Badezimmer. Komfort weg. Alles anzeigen. Oberflächen. Oh Gott, jetzt wird's kritisch. Ich gehe mal lieber auf ganze Zimmer, weil sonst bin ich zu blöd und vergesse die Hälfte von einem Zimmer. Gehen wir erstmal auf Badezimmer. Wir richten das natürlich erstmal so schlicht ein wie möglich. Denn am Anfang. Eine Dusche. Ja, eine Dusche. Am Anfang ist nicht so viel Geld da. So. Kannst du auch Haustiere holen? Weil wahrscheinlich mit einem Update kann das sein. Ich glaube, da muss erst ein Update kommen. Aber ich denke, man kann mir gut vorstellen, dass es noch kommt. So. Das Badezimmer ist schon mal eingerichtet. Was ist das denn hier jetzt dann? Ein Arbeitszimmer? Ja. Ein Arbeitszimmer wird das. Was arbeiten die denn? Hä? Ja, YouTube-Videos machen. Das ist das Richtige für die. So. Gehen wir mal hier auf Elektronik? Erstmal ein Schreibtisch. Das ist nochmal ein Beistelltisch. Ja, ja. Oh, der ist schön. Das ist ein schöner Tisch.
Sieht aber aus wie ein Kindertisch. Ja, so geht's. So. Und dann natürlich noch ein Stuhl. So ein Bürostuhl. Aber in einer anderen Farbe, nämlich in... Auch in... Wir wollen nicht alles so... Doch, komm. Revi hat sehr viel entschieden in dem Haushalt. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen PC. So wie alle Sims. Unter Computer. Computer zu finden. Ich sitze zu tief. Deswegen kann ich... Deswegen spreche ich nicht so gut ins Mikrofon rein. So. Okay. Nehmen wir... Das ist Labelet. Nee. Die haben nicht so viel Geld. Nehmen wir einen Slow-Motion-PC. So, was kann man noch hier gebrauchen? Hier könnte, ja, wie wär's mit einem Kühlschrank? Ja, das kommt alles. Ja, mach hier, erst mal, das, ja, ist eine, mach, das ist mal, so eine offene Küche. Ja, du hast noch 6.000. Mach jetzt ja, mal gut, die wichtigen Sachen. Ja, gut, okay, okay, okay. Ein Telefon noch vielleicht? Ja, ja. Oder haben die ein Handy? Nee, haben alle ein Handy. Na gut. Smartphone nennt man das auch, mein Schatz. Ist in der heutigen Gesellschaft verbreitet. Haben manche Leute. Okay, ich würde sagen, diese Theke hier finde ich perfekt für diese Stelle, aber ist natürlich teuer, ne? Ja, du brauchst das jetzt so eine Ecke. Wie kann ich das zu einer Ecke machen? Ja, weiß ich. Warte. Wie kann ich das zu einer Ecke machen? Mach mal eins so und dann mach mal noch eins dahinter. Also, sag ich mal. Du meinst, dass sie so aneinander sind oder was? Nein. Hä? Ach so, ja, ja. Ich weiß, wie du meinst. So und dann noch eins hier so. Hm? Ich glaube, das wird aber nicht. Mach mal. Ja, nee, aber dann. Nee. Was haben wir schon wieder falsch gemacht? Mann, wie kriege ich denn dieses Ding hin? Hä? Ja, da gibt es irgendeinen Knopf, den man drücken muss oder so. Ja, aber welchen? Leute, schreibt's in die Kommentare. Ja, eben so dumm. Solange es noch nicht in den Kommentaren steht, lasse ich erstmal. Okay. Dann. Kühlschrank. Der Kühlschrank so. Herd kommt dazwischen. So. Hä? Bin ich zu dumm, um ein Herd zu platzieren? Scheinbar. Ach, ein Herd muss an der Wand stehen. Nein, du brauchst mehr Platz. Ein Herd muss nicht an der Wand stehen. Guck mal, du hast nur eins Platz. Hä, wie kann das denn sein, dass man nur ein... zwei Platz. Aber wie kann es denn sein, dass ich nur einen Platz habe? Ja, weiß ich nicht. Du musst die alle noch eins weiter... Ja. Hä, warum kann man das denn so machen? Ja, weil du da deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Dieses Spiel ist unglaublich. Das ist aber hässlich, ey. Das ist richtig hässlich. Stell lieber an die Wand. Ja. Ja. Okay. Stell ich lieber an die Wand. Und was kann man sonst noch dazwischen stellen? Nix. Gut. Aber so ist es irgendwie auch einerseits schön oder andererseits auch nicht. Ich würde den Herd nicht direkt an den Kühlschrank, sondern noch so eins Platz. Ich würde dies nicht, ich würde das nicht. Okay, gut. So, und dann noch was da rein, ein Spül oder irgendeine Mikrowelle oder irgendein Spülbecken oder irgendwas da drauf. Ja, aber das würde ich aber dann eher da auf die Seite machen, weil sonst ist alles auf der Seite. Oder ist das nur komplette Schneidefläche? Ja, keine Ahnung. Okay, so. Spülmaschine? Hä? Die haben jetzt eine Spüle. Oh. Die kriegen auch keinen Luxus jetzt hier, ne? Die haben noch 5.000, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen chillen. So, ein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer ist immer schön. Eine Couch. Ja, für drei Leute. Ja, ja, ja. Die brauchen eine große Couch. Okay, nehmen wir mal... Na, geh doch auf Couch einfach. Okay. Immer dieser Druck, ich halte nicht mehr aus. Nein, Spaß. So, Couch. So. Nee, da, rechts. Gibt's hier die, ne? Hier, guck mal, aber da gibt's doch eine günstigere. Da. Hä, hey, aber... Sieht aber hässlich aus. Ja, okay. Oder wenn das in pink ist. Ja, dann ist natürlich schön. Gut. Hier ist das Schönste. Was machst du
eigentlich immer? Nein, stell die doch einfach so an die Wand. Ja, und dann wo soll der Fernseher hin? Ja, dann halt in... Wo soll in der? Den Raum rein. Stell die so an die Wand. Nochmal einmal rum. So, stopp. So, so an die Wand. Dann mach halt den Fernseher davor. Okay. Gut, die kriegen einen Kinderfernseher. Irgendwie hat mir auch jemand gesagt, man kann Sachen so groß ziehen, wie man möchte, aber wie das funktioniert, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist... Hast du denn da einen richtigen Fernseher? Hey, ich finde, das passt zu Revi und auch zu Rotpilz. Aber das gibt dem bestimmt nicht so viel Spaß. Doch, gerade weil man so einen Pinguin hat, ist das natürlich spaßig. Guck mal, man setzt sich da hin und guckt die ganze Zeit... Man macht den Fernseher gar nicht an, das spart Geld, man hat trotzdem Spaß. Guck den... Guck mal, ich hätte gern so einen Pinguin. Also wenn irgendjemand mir einen Pinguin-Fernseher schenken möchte, ich bin dann auf der Gamescom und auf dem Video-Day zu treffen. Ja, auf einmal schleppe ich so 3 Fernseher nach Hause. Okay. So, was gibt's noch? Was brauchen die noch? Mir fällt das immer ein, erst dann, wenn man spielt. Fällt dir noch irgendwas ein? Ja, ich weiß nicht, im Bücherregal, weil die ja alle so belesen sind. Ja, gut, okay. Da hast natürlich recht. Ins Arbeitszimmer. Brauchen die eine Kommode oder so, damit die sich umziehen können? Ja, brauchen ist immer so relativ. Also, im echten Leben ziehen sie auch nicht um, behalten immer die ganzen Sachen an. Das sind nämlich Gamer. Mein Schatz, Gamer. Nochmal so einen pinken Stuhl hier. Die können sich auf die Couch setzen. Nee, sie können pinken Stuhl, damit die alleine auch mal lesen können, wenn die mal ein bisschen Abstand brauchen. Na gut, eine Kommode noch, okay? Dann ist aber Schluss. Nicht verwöhnen hier die Leute. So. Eine Kommode. Wo finde ich denn eine Kommode? Ja, bei Schlafzimmer. Ah ja. Du bist schlau. Deswegen habe ich doch dabei. Weißt du, wenn du manchmal ausrastest, wenn ich so richtig langsam bin bei manchen Spielen? Ja, ja. So geht's mir bei dir hier irgendwie. Was ist hier mit der Stelle? Der ist irgendwie so leer. Hier kannst du Pflanzen noch hinstellen oder so. Nee, erstmal gucken wir, wie die sich jetzt einfühlen ins Haus. Wie sie sich einführen. Ey, guck mal, es ist schon wieder 20 Minuten vorbei. Wir haben gerade mal die Einrichtung gemacht. Das ist ein gutes Zitat. Gucken wir erstmal, wie sie sich in das Haus einführen. Nee, das ist kein gutes Zitat. Die haben auch keine Lampen. Paluten, Patrick, Palutemo. Das ist so ein Italiener. Patrick, Palutemo. Okay, was geht mit Ropis ab? Okay, sind die auf jeden Fall... Das könnte echt Revi sein. Ja. Guck mal. Er sitzt da und guckt seinen Pinguin-Fernseher an. Er genießt. Ja. Bah. Da setzt... Oh. Das wird Revi auch machen. Einfach hinlegen und schlafen. Okay. Hey, jetzt ist er wieder aufgestanden. Hä? Jetzt will er kuscheln. Lass mal, dann kommen wir so. Jetzt geht er. Nee, das kommen wir alles in der nächsten Folge. Leute, ihr entscheidet, was passiert. Oh, was denn? Django Kong? Da ist Django Kong von den Apes. Da müssen wir noch einen müssen wir noch Kontakt knüpfen. Revi, du stell dich erstmal grob vor. Hey, stell dich hier grob vor. Hey, ich bin Revi. Ich bin Blizzardmann. Direkt Minuspunkte. Perfekt. Komm, lass nochmal einen Post ein bisschen rumblödeln. Oh, nochmal Minuspunkte. Gut, ab ins Bett mit dir. So, Revi ist scheinbar nicht so der, oh doch, jetzt kriegen die Pluspunkte. Er hat die Schämfähigkeit, nee, es war Paluten, er hat wahrscheinlich irgendwelche im Internet gelesen, Witze gelesen oder so. Okay, wie es weitergeht, entscheidet ihr. Wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe, die ihr hier stellt für unser